Tja, wir sind am Flugplatz. Co-Pilotin ist da, Pilot ist da, Maschine ist nicht da. Das ist der Nachteil, wenn man chartert und der, der vorher chartert, ist nicht pünktlich da. Stimmt, er ist nicht pünktlich. Nee. 15:48 Uhr, hätte da sein können. Naja, wir geben ihm noch ein paar Minuten. Wollen wir nicht so sein. Ich komme ja auch manchmal zu spät zurück. Warm, Tempo, Delta, Mike Zulu, India X-Ray. Mike Zulu, India X-Ray, warm. Delta, Mike Zulu, India X-Ray, zwei Personen nach Würzburg. Wir rollen zu 6. Delta, India X-Ray. Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das mal eine andere Kameraperspektive, mal schauen, wie die so später wirkt. Wir sitzen wieder in der C42C und heute begleitet mich wieder die Lisa. So, es gibt einen Feierabendflug und da haben wir uns gedacht, dann so eine Stunde irgendwo hin, eine Stunde wieder zurück. So, da wäre doch Würzburg ganz gut. Ich war zwar schon mal in Würzburg, aber da gibt es kein Video von. Da dachte ich mir, da kann ich auch mal ein Video von machen. So, wir fliegen direkt nach, da können wir direkt 06 rausfliegen. Und dann direkt nach Echo Delta Foxtrot Whisky. Das ist Würzburg Schenkenturm. Dort gibt es dann auch einen mittelalterlichen Turm, nachdem der Flugplatz benannt ist. Den schauen wir uns dann auch mal an. Und die X-Ray ist abflugbereit am Rollhalt 06. Wir rollen auf Starten. Wo unterwegs sind wir? Der Wind aus 360 Grad, 4 Knoten. Wind direkt aus Norden mit 4 Knoten. Ja, total ruhig hier. Also ich meine von der Luft. Ja, bisher. Lange Information. Delta Mike Zulu in der X-Ray. Delta Mike Zulu in der X-Ray, langer Delta Mike Zulu in der X-Ray, eine C42 gerade in Worms gestartet, in 3000 Fuß, Aufzug nach Würzburg, bitte Verkehrsinformation. Delta in der X-Ray, verstanden, Ruder 1022, Transponder bitte 4450. 1022, Torx 4450. Kann das sein? Moment, sind die X-Ray? Bitte einmal rausschauen, 11 Uhr, 2 bis 2 Meilen links rechts, V&R Verkehr 2800 Fuß, eine Katana kreuzen. Sind die X-Ray 8 auf Verkehr? 11 Uhr, 2800 Fuß. Delta Echo Charlie. Delta Echo Charlie hört. Ja, Ihr Verkehr auf Ihrer rechten Seite, 2 Uhr kreuzend, rechts links, 1,5 Meilen, 3400 Fuß. Eine C42 mit Ausschalten. Echo Charlie, halte Ausschau.
Echo Charlie, Verkehr in Sicht. Frequenz zur Landung in 30. Ja gut, er hat uns erreicht. 2000 Fuß. Danke und bis später, Squawk VfR. Delta Echo Charlie, kreuzen, Verkehr in Sicht, sinke leicht. Ja. Ich habe auch die Echo Charlie in Sicht, ich extra. Wunderbar. Ja. Zu kalt. Delta Golf Foxtrot Alpha Sierra. Ja. Golf Foxtrot Alpha Sierra. Die ist halt so. Ja, in der Hinsicht der X-Ray, da zieht's. Im Sommer ganz gut. Im Sommer ist das ganz gut, das ist schon richtig. Es ist auch heute warm, aber jetzt, wenn wir das so in der Luft sehen, ist schon ein bisschen frischer. Das ist auch das Problem. Dadurch, dass es hier zieht, sind die Geräusche innerhalb des Cockpits während des Flugs auch sehr laut. Und das nehmen die Mikrofone auch auf. Deswegen rauscht das auch mehr bei der Aufzeichnung. Mehr als in anderen Flugzeugen. Also spielen immer mehrere Faktoren mit einer Rolle, dass die Tonaufzeichnung vom Audio auch am Ende gut ist. Katana neulich, super. Da zieht's nicht, Audio war klar. Schön. Hast du so einen Rausschmeißer? Ich hab so eine Rauschunterdrückungssoftware probiert, aber glaub mir, das hört sich scheußlich an hinterher. Viel scheußlicher als so. Wir fliegen demnächst mit Buschel, also beim noch, Fernsehen, ja, haben Sie das ja, noch mehr, noch dickere Buschel vor dem Mund. Weil dann kannst du auch das Mikro weiter wegnehmen vom Mund, weil man merkt, wenn ich es direkt vorne dran habe, ja, übersteuert es eher, als wenn ich es wirklich einen Zentimeter wegnehme. Ja. Das hilft auch nochmal. Da vorne kommt der Flugplatz Michelstadt. Den darfst du mir auch mal fotografieren. Aber wo? Ah ja, jetzt nicht. Michelstadt war ich auch schon. Gibt noch kein Video. Mache ich vielleicht dieses Jahr eins, aber auf jeden Fall steht es auf der To-Do-Liste. Ich weiß, dass da andere gerne hinfliegen, die den Sprit selbst bezahlen müssen. Weil in Michelstadt ist Abgas günstig. Die Beziehungen. Ich weiß nicht, warum in Michelstadt das Abgas günstiger ist. Du musst jetzt ein bisschen weniger wackeln. Ich versuche, weniger zu wackeln. Ja, Wetter auch heute. Wieder alles Charlie. Deswegen wird der Feierabend genutzt, um noch einen schönen Ausflug zu machen. Genau. Wenn man über den Flugplatz Michelstadt fliegt, dann sieht man da einen Kreis. Das ist jetzt die Quizfrage, wozu ist dieser Kreis? Wie lange muss ich warten, bis ich das Ergebnis kriege? Du musst das Video angucken, weil ich mache jetzt eine Umfrage, sag mir, für was ist dieser Kreis? Da gibt es ein paar mögliche Antworten, die ich mir jetzt überlege, weil ich kenne die richtige Antwort. Leider wird YouTube die Umfragen ausschalten. Deswegen. Wenn da keine Umfrage ist, schreibt eure Informationen, oder entweder weil ihr es wisst oder weil ihr es vermutet, für was ist dieser Kreis beim Flugplatz Michelstadt. Schreibt die Kommentare und dann wird es beim nächsten Video aufgelöst. Apropos nächstes Video. In einem letzten Video hat der Moment her mein Abonnent Niklas hab auch gebeten, dass ich ihn mal grüße. Hallo Niklas! Vielen Dank, dass du regelmäßig auf meinem Kanal reinschaust, so wie auch alle anderen Abonnenten. Danke für euren Support. So, der Segelflugplatz Vielbrunn. Also wie schon gesagt, Odenwald hat viele Flugplätze.
Verkehrslandeplätze, Sonderlandeplätze, Segelflugplätze. Nee, das ist eine ganz, mein Bullau hat eine ganz schmale Asphaltpiste. Ah ja, jetzt sehe ich sie auch. Kein Wunder. Ja, warum sitzen jetzt die Lisa und ich in der C42 C? Eigentlich hatten wir die C42 B gechartert. Ja. Aber da hat wohl derjenige, der gechartert, da übersehen, dass er Anschlag hatte, weil der, hat er gesehen, der dreht noch seine Platzrunden. Ist ja kein Problem. Die C42 stand zur Verfügung. Da wurde nämlich ganz frisch der Rettungsschirm gepackt. Ja. Beim Hersteller. Also der Schirm muss beim Hersteller neu gepackt werden und das war fällig. Der Schirm kam heute Morgen zurück, wurde gerade wieder eingebaut. Deswegen stand jetzt noch zur Verfügung. Der ist ein Motorgleiter. Fahrradgleiter, genau. Ja, den kriegst du nicht drauf. Nee? Du kannst versuchen, aber... Also wirst du es wahrscheinlich nur als weiser Punkt sehen. Warst du auch schon? Ja. Aber hast du das Video angeguckt von Giebelstadt? Ich weiß es nicht mal. Nur ein treuer Abonnent. Hat nichts zu bieten. Giebelstadt? Ja. Gut. Hat zwar eine interessante Geschichte, der Platz. Ja. Hat eine ewig große Bahn. Hat auch... Schloss? Nee. Doch, Giebelstadt Zobelschloss steht bei mir. Also, okay. Aber nicht direkt am Platz. Bis du vom Flugplatz zum Ort gelaufen bist, kannst du mal anderthalb Stunden rechnen. Ja, das sieht so aus. So, da gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich habe gesagt bekommen, wenn du ein Taxi rufst, dauert es auch eine Stunde, bis es kommt. Also wenn du es dort rufst, wenn du natürlich einen vorbestellst, ist was anderes. Ja, die haben keinen Fahrradverleih oder sowas. Auch keine Gastronomie. Ist dann, wenn du Instrumentenanflüge üben möchtest, dann ist Giebelstadt eine gute Option. Aber als Ausflugsziel weniger. Außer der Verein macht gerade vielleicht eine Aktion, aber... Ist auch nicht, weißt du, das war ja, ist ja auch ein ehemaliger Army-Flugplatz. Ja. Und du denkst, oh ja, so ein Lost Place besuchen? Ja, nicht wirklich. Ein paar Kleinigkeiten, aber... Dann lieber nach Sembach fahren mit dem Auto. Haben sie zu gut aufgeräumt in Giebelstadt? Nee, da sind noch Gebäude, die verfallen auch. Aber gut abgesperrt und abgesichert. Okay. Von Worms nach Würzburg zu fliegen, ist ganz einfach. Gerade Linie, da sind keine... Charlie-Lufträume dazwischen, da sind keine EDS dazwischen. Kann sich an ein paar Flugplätzen entlang hangeln. Also ein schöner Überlandflug, auch für terrestrische Navigation. Man hat Autobahnen unterwegs, Flüsse unterwegs. Also eine schöne Strecke für einen kleinen Ausflug, auch aus anderen Richtungen. Kurz vor Würzburg ist ein weiterer Flugplatz, Hettstadt, mit der kleinen Grasbahn. Ja. Mal sehen, ob wir den von oben sehen. Hoppala. Hier die große Stadt, die wir da hinten schon sehen, ne? Das ist schon Würzburg. Ah ja. Da sehen wir wieder schön in der Fliegerei. Zack, mal schnell abends
einen kleinen Ausflug nach Würzburg gemacht, um da Picknick zu machen. Ja, mit dem Auto wird man wahrscheinlich, ich weiß nicht, 2 Stunden brauchen. Länger. Ja, stimmt, das ist ja Odenwald, da ist ja keine Autobahn. Da musst du schön außen rumfahren über Frankfurt. Ach Gott. Ja, 2 Stunden hier. Ja, ich würde sagen 2 Stunden. Gut, 2 Stunden. Du kannst ja mal Google Maps anmachen. Ja, das dauert lang, was es sagt, wie lange es dauert von Worms Flugplatz nach Würzburg Flugplatz mit dem Auto. Also mit dem Auto von Worms Flugplatz zum Würzburger Flugplatz würde man 2 Stunden benötigen. Feldstadt entdeckt. Ja, dann kannst du Fotos machen. Gut. Strombetrieb in Lützel-Lindnitz. Stellen wir mal die Frequenz von Würzburg ein. 132,99. Also, auf der Frequenz bauen, aber nicht weiter. Von die Delta DXDR, bitte schlafen und wenden zum Ruf von Würzburg. Delta DXDR, verstanden. Transport das Haus, ja, gute Landung. Okay, war, ciao. Und Würzburg. So, Platzrunde 2000, wir mal langsam mal runter. Würzburg Info, Delta Mike Zulu in der X-Ray. Ja, Würzburg gerufen wieder. Die Delta Mike Zulu in der X-Ray. Eine T42 mit 2 Personen aus Worms zur Landung. Wir sind 5 Minuten, naja, 3 Minuten jetzt westlich vom Platz. Bitte 29 im Betrieb. Bitte 29. So, siehst du, da ist ja schon der Platz auf dem Berg mit den Hallen, mit den roten Dächern. Ah ja, oh. Hast du mal das Anflugblatt für mich? Bist du bereit? Ja. Hier scheint auch nichts los zu sein. Nee, ist doch schön, haben wir so Ruhe. Also ich brauche keinen Flugplatz, wo viel Trouble ist. Nee. Ich habe gesagt, wir machen eine kurze Pause. Und da hat er gleich gesagt, Restaurants sind zu. Und er macht nichts, wir haben was dabei. Sehr gut. Nein, es ist für manche Flugplätze ja ganz gut, wenn die sagen, die haben viel Starts und Landungen, weil die damit halt sich finanzieren. Ja. Andererseits wollen sie das auch nicht so viel Verkehr, weil dann gibt es wieder zu viel Beschwerden wegen Lärm. Ja? Gehen die X-Ray, rechter Gegnerflug, Piste 29. Ich glaube, in Würzburg gibt es irgendwo noch so Treppen, die bunt sind. Jede Stufe eine andere Farbe hat. Da wolltest du immer mal hin. Hast du bisher nicht geschafft, Würzburg ist zu weit weg. Ja, das ist es. Manche Flugplätze sind eben außerhalb, ja. Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht werden da auch die Mietwagen angeboten? Nee. Die günstigen? Glaub ich nicht. Würzburg hat auch eine große Platzrunde. Ist wahrscheinlich notwendig, um die ganzen Ortschaften zu umfliegen. Ja. In die X-Ray dreht ein rechter Queranflug 29. So, Klappengeschwindigkeit. Klappen können wir setzen. Pumpe an, Licht an. Ja. In die X-Ray dreht ein Enderflug 29. Zweite Klappenstufe, kommen wir runter. Und Wind sag ich, Wind kommt auf die Bahn.
Sehr schön. Naja, war ein bisschen heftige Landung. Ja, du hast es aber gut gemacht. Schön rumgeeiert. Also schön rumgeeiert. Ja, da war der Gegenwind ein bisschen böig. So, jetzt machen wir hier gleich einen Backtrack auf der Bahn. Hinter X-Ray macht einen Backtrack auf der Bahn. Positiv. Herzlich willkommen in Würzburg. Schauen wir uns auch den Platz an und den Schenkenturm. Ja, auch in Würzburg gilt, bleibt gesund. Deswegen darf man auf den Turm nur mit Mund- und Nasenschutz. Ich gehe mal meine Landegebühr zahlen. Landegebühr für manuell 5,90 Euro. Jetzt laufen wir auf das Gelände des Schenkenturms, dem ehemaligen Bergfried der Schenkenburg. So, dann laufen wir hier über die Franz-Mohr-Brücke. Ja, hier herrscht auch ein bisschen Flugverkehr. Im Bienenhotel. Ja, also noch ein Tipp, wenn ihr Würzburg besuchen kommen wollt. Der Schenkenturm hat nur vom 1. Mai bis 30. September nur an Sonnenfeiertagen nur von 14 bis 18 Uhr offen. Pech gehabt, müssen wir nochmal herkommen. Naja, jetzt machen wir uns hier am ehemaligen Burggelände. Ein paar Mauerreste sind noch da. Ja, ist gemütlich. Und machen eine Brotzeit. Oder eine Brezelzeit. Der Flieger ist schon drauf, der ist nass. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückflug nach Worm, zurück zu Gliese. Also Würzburg mit seinem Schenkenturm ist ein ruhig gelegener Flugplatz, zumindest war es heute so. Einen schönen Anflug. Auch über Würzburg, also wenn man mal die Chance hat, den Blick hinzurichten, dann sieht man dieses Schloss. Würzburg. Das Schloss von Würzburg. Ja, und das nächste Mal werde ich herkommen, wenn das Restaurant offen hat, um das auch mal auszuprobieren. Heute war es nur ein kleines Picknick mit einem alkoholfreien Weizenbier und ein paar Brezeln. So, das war's dann auch für dieses Video. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Uli.